So. Aha, wir kriegen nur einen Punkt. Das sieht doch, hört sich doch gut an. Da hinten kann man jetzt nicht durch, ne? Oder kann man da durch? Kann man da nicht durch? Kann man da nicht hin? Komm ich da hin? Komm ich da hin? Ja, Alter, komm da hin. Ich komm da hin, komm. Komm ich da nicht durch? No. Gehen wir durch den normalen Eingang, Eingang und Ausgang raus und steigen ins Auto und fahren weg von Bumpus World. Bumpus World, Bumpus World. So, und fahren so Yeti Party, Yeti Party, Yeti Party. Oh nee, das hört sich nicht so gut an. Machen wir einfach weiter. So. Dahin. Das hast du gut gemacht. Dieser Ort ist Hawaii-idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. So. Gehen wir mal rein. Oh. Da ist ein Yeti. Oh mein Gott. Oh, habe ich mich erschrocken gerade eben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Let's Play hört, aber gerade ist hier direkt an meinem Haus so ein Feuerwehrauto heulend vorbeigefahren. Boah. Also, das kam auf einmal einfach so. Ah. Schauer. Einfach mal weitermachen. Wissen Sie, Sie sehen wirklich wie eine abgehalfterte Ausgabe der Evelyn Morrison aus, die berühmte B-Movie-Aktrice. Ich bin Evelyn Morrison, Sie Pinscher. Eigentlich bin ich eher ein irischer Wolfshund als ein Pinscher. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboter-Terror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamm du, Beretta nimm du? Nein, das war ein Vampir in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. So, okay. Haben Sie irgendwelche Probleme mit den Yetis? Evelyn Morrison kam schon immer gut mit den grotesken Kreaturen der Nacht aus. Ich fasse das mal als Nein auf. Sie haben nicht zufällig so einen kurzen, selbstverliebten, am Rande des Abgrunds stehenden Country-Western-Lieder singenden Star gesichtet? Bumpus! Den hat Evelyn Morrison schon vor Stunden des Geländes verwiesen. Warum? Er hat Evelyn Morrisons Gäste belästigt. Das brauchen wir jetzt nicht, glaube ich. Oder? Wie sind Sie bloß zum Hotelgewerbe gekommen? Ich wette, es war eine dreckige Kombination. Wow, falsche Taste. Lebensstil. Brumm, brumm. Es waren die Stars. Größere Filmstars als Sie? Puh. Nein, die Stars wurden nicht größer. Die Gummimonster wurden kleiner. Und ich glaube immer noch, dass es eine finstere Geschichte voller Sünde und Verdorbenheit ist. So. Ich komme später nochmal wieder. Evelyn Morrison wird hier sein. Warum nehmen Sie nicht zwischenzeitlich ein paar dieser Broschüren mit? Es sind Autogramme von Evelyn Morrison auf Ihnen. Das macht Sie zu begehrten Sammelobjekten. Danke. haben wir jetzt einen? Oh ja, haben wir. Okay, sprechen wir mal mit dem Yeti. Wie ist die Band? Recht passabel, soweit ich das beurteilen kann. Oh, nix. Stopp! Was ist? Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen passieren. Oh, scheiße. Gehen wir einfach mal wieder raus. Hä? Was macht der da? Wir gehen hier lang. Warum nicht? Geht's da nicht lang? Moment mal, gab's da eigentlich innen drin noch eine Tür? Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich lang soll. Sensabad-Dschungel.
hier und... Hä? Den Film habe ich damals im Kino gesehen, als ich noch ein Welpe war. Als die Spannungskurve ihren Höhepunkt erreichte, schmissen sie riesige Plastikschlangen ins Publikum. Warum dreht man heute nicht mehr solche Filme? Wachsende Ansprüche? Vielleicht. Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore, Dinosaurier, Tiergruben und Bungee Nationalpark in North Dakota. Ah. Und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Gold River, Texas. Ah. Ich glaube, mir gefiel das Summen besser. Ja, jetzt haben wir einen Dinosaurierpark und ein Gemüseplantage-Teil. Ich bin eher für Dinosaurier. Dinosaurier. Obwohl die Tomate sind näher dran. Nee, ich nehme Dinosaurier. Boah, haben wir so viel. Das war gerade so geil, oder? Oh, da kommt auf der Nase irgend so ein Typ da rausgesprungen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Dinosaurier. Gehen wir mal weiter. Weiter. Wann wird das Bild wieder? Ah, da haben wir ein neues Bild. Dieser Ort weckt den Sinn für Wunder. Man muss sich wundern. Ja. Oh mein Gott. Diese Schlange bewegt sich nicht gerade schnell. Das Gleiche kann man auch von der Rahmenhandlung behaupten. Das ist nicht witzig, Max. Boah, schon wieder fast. Ich muss gerade fast wieder gröbsten. So. Ah, hier geht's weiter. You must be this tall. Oh, ich bin ja knapp hier groß. Und? Max war nicht ein bisschen zu. Nein? Wow, ach du Scheiße, Steve muss gelöst. Ja. Reden wir einfach mal. Hallo. Wie kannst du nur den Gestank aushalten? Nach einer Weile wird eure Nase ganz taub und ihr riecht nichts mehr. Vertraut mir. Oh, so 60, genau. Meine Nase läuft. Wessen nicht? Oh, kann ich jetzt nicht reden? Wir sind Vertreter des Gesetzes. Wie viel müssen wir bezahlen, wenn wir mal Bungee springen wollen? Begeisterte Vertreter des Gesetzes! Ihr könnt springen, so oft ihr wollt. Ich habe eine Vorliebe für Hund-Hase-Teams. Verrückt. Ich find's in Ordnung. Hey, da unten ist immer noch dieses haarige Schwein. Das ist das Schöne am Teer. Es hat immer die richtige Konsistenz und Temperatur. Es können Tage vergehen, bis du zu tief sinkst, um dich noch zu finden. Überzeugt, packen wir es an. Ja. Ich würde sagen, ne? Bungee-Jumpen. So. Gehen wir mal hoch. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr, was ich machen muss. Halt! Ihr braucht zu eurer Sicherheit die Bungee-Ausrüstung. Hinter der Kleiderwand findet ihr eine. Halt! Ihr braucht die Bungee-Ausrüstung. Was ist das denn für ein Dialekt, ne? Ist ja unmöglich. Oh Mann. So, was meinst du? Steht dir hervorragend. Oh, sei vorsichtig! Sie könnte uns schubsen! Das ist eine Gefahr, die ich jeden Tag durchstehen muss. Nun, Max, was meinst du? Wie James Bond! Bist du sicher? Jimmy wäre jetzt sicherlich nervös. Aber mach trotzdem ein wenig hin. Ich glaube, du fängst an, Zeit zu schinden. Jimmy! Schnuckelchen! Wer schindet Zeit? Ich warte nur darauf, dass mein Kumpel zusammen mit mir diese spektakuläre Aussicht genießt.
Okay, benutzen wir es. Moment mal. Der hält was fest. Kann man das benutzen? Echt? Oh, ich kann ja. Es ist eine kaputte Golfballzange mit. So, los, versuchen wir es einfach mal. Komm schon mal schneller. Aber. Nein. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Also auf jeden Fall. Also man kann doch den Mecher benutzen. Ich weiß, dass man irgendwas mit dem Teer machen muss. Ich wusste jetzt nur nicht mehr, dass man den Becher nicht benutzen sollte. Aber wenn es so ist. So komme ich ja dran. Die Zange, die ist echt immer für große Entfernungen gedacht. Ui, ist das super. Und jetzt habe ich. Jetzt habe ich irgendwas Schwarzes. Ach ja. Muss ich noch was machen? Doch nicht, ne? So. Dann können wir auch wieder gehen. Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute. Hä? Nur Max. Das ist hier. Hey! Ihr könnt doch nicht einfach mit der Ausrüstung verschwinden. Nicht? Ja. Bringt sie zurück. So, super. Ja. Wieso stehlen die eigentlich da? Ich wette, um hier zu rutschen, muss man mindestens 15 sein. Wovon zum Henker sprichst du, Methusalem? Du solltest etwas mehr Respekt gegenüber den Älteren zeigen, Bengel. Ich respektiere nur mich, du Volltottel! Oh, darf ich ihn jetzt vertrimmen, Sam? Nein, Max. Die Pubertät wird für den hier Strafe genug sein. Das ist wahr. Naja. Bis dann, Diesel. Wenn nichts kommt, dann mache ich da jetzt auch nichts. Ich kann noch zu den Dinosauriern, ne? Noch? Geh auf dich was. Ich geh erstmal zum schönen Tyrannosaurus Rex. Weil ich hier was machen muss eigentlich. Ich weiß noch, irgendwas mit dem Zahn. Und ein Seil. Aber